Hallo liebe Leute, grüße euch wieder mal bei meinem zweiten Videoblog. Ja, ich gehe schon wieder auf die hohe Wand drauf, aber nicht ganz, diesmal nur auf dem mittleren Hang des Übungsgeländes von der Flugschule. Ihr seht es vielleicht am Rücken des Enzo, das Leichtgurtzeug. Ja, und mit diesem Leichtgurtzeug hat es was auf sich. Nämlich, das brauche ich, um jetzt einen neuen Schirm zur Probe fliegen, weil mit dem Schirm wäre mit normalen Ausrüstung zu schwer. Und deswegen fliege ich einmal da und ich werde euch das einmal vorstellen, um was für einen Schirm es sich da handelt. Schauen wir mal. So, liebe Leute, jetzt sitze ich halt um. Hinter mir eben der besagte Schirm. Und zwar handelt es sich um den Ozon Delta 2S, der erst dieses Jahr rausgekommen ist. Und ja, eben für ein S bin ich mit normalen Gurtzeug ein bisschen zu schwer. Die haben wir gedacht, damit ich euch einmal ein bisschen zeigen kann. Ich muss ihn leider wegen der großen Nachfrage zu Ozon wieder zurückschicken. Die brauchen ihn natürlich als Demoschirm wieder. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz euch zeigen. Gut, schauen wir sich einmal den Delta 2 ein bisschen aus der Nähe an. Ist nur ganz kurz. Wir haben ganz Flugel runter machen vom Hang. Ist halt wirklich ein kleines Flugel, weil mit dem Gurtzeug habe ich keinen Rettungsschirm mit. Und es ist ein ganz leichtes, nämlich das Ozo, das ich schon geflogen bin, halt mit dem Ozon XX Lite. Das Video kennt ihr ja schon, denke ich einmal. Oder könnt ihr euch dann auch anschauen. Und bei der Gelegenheit dann nachher werde ich das Ozo auch noch ein bisschen vorstellen, wie ich ja schon versprochen habe im vorhergehenden Film. Aber gut, zuerst einmal zum Ozon Delta 2. So, da liegt der Ozon. Der Delta, der schöne Farbkombination, gute Geschmackssache, gefällt mir bei den Schirmen recht gut, eben mit dem Grau-Blau-Orange-Weiß. Untersegel ist bei allen Ozon immer weiß. Was hier gleich auffällt, die Ozon-Technologie, die neue, naja, so neu ist auch nicht mehr ganz, bei den Wettkampfschirmen haben sie es, und zwar die Sharknose-Eintrittskante. Man erkennt sehr gut, dass die Eintrittskante sehr weit hinten ist. Die Öffnungen sind auch sehr klein. Wer sich genau interessiert, wie das Ganze funktioniert, also wo die Technologie und die Aerodynamik dahinter steckt, könnt ihr euch gerne auf der Ozon-Seite anschauen. Da wird die Sharknose ganz genau beschrieben. Ja, und ihr seht, ist nicht nur für mich interessant, auch die Haihupfer schauen sich das an. Ui, da ist gerade einer reingefallen. Uiuiui. Der Delta 2 ist ein C-Schirm. Ich würde sagen, vielleicht nicht ganz, ganz oben ausgereizt, also klassischer Streckenflugflügel, aber schon für ambitionierte Flieger natürlich. Und ein klassischer Dreiliner, vor allem ein echter Dreiliner. Wer den Mantra M4 kennt, wird auch gleich einen Aha-Moment haben. Und zwar, die Tragegurte sind eigentlich ident. Auch diese dünnen Tragegurte geht aber sehr gut, also ich habe da keine schlechte Erfahrung gemacht. Man muss nur aufpassen mit dem C-Tragegurt, dass man halt mit der anderen Leine das nicht verwickelt, aber wie gesagt, also beim Hantieren, beim Start, sollte man da ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, es ist auch für ambitionierte Piloten gedacht, dieser Schirm. Und da sollte man auch dementsprechend Erfahrung haben und auch Sorgfalt walten lassen. Was auch weiterhin auffällt, was ich auch als Kritikpunkt vielleicht sagen muss, weil beim Mantra M4 hat das auch funktioniert, und zwar vielleicht, ich hoffe, man kennt das auf dem Video, dass die Linern alle dieselbe Farbe haben, und zwar in Rot, ist für einen erfahrenen Piloten sicher kein Problem, also es sind ja nicht zu viele da. Aber es erleichtert halt gerade die A-Linern besser rauszusortieren, wenn es ein bisschen zusammengewurstelt ist. Bei der Mantra hat auch unterschiedliche Linenfarben
Und wäre schön, wenn wir vielleicht bei einer neuen Serie von Delta 2 auch die Leinen vielleicht unterschiedlich färben könnte. Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt notwendig, aber wäre eine schöne Sache. Was auch gegenüber Mantra, gut, den kenne ich ja sehr gut, ihr wisst ja, dass ich den fliege, auch schön gelöst ist, was mir gut gefällt, sind die Clips, also dass die Leinen nicht verdreht werden können in die Schäkel. Ich habe noch bei meinem Mantra einfache Gummiringel, funktioniert auch tadellos, aber das ist halt eine edlere und ein bisschen eine schönere Lösung dafür. Hier noch einmal kurz die Eintrittskante, eben mit der Shark Nose. Sehr schön, ist natürlich ein Stabelschirm, ist eh klar. Sind aber ja genauso eigentlich wie ja auch sehr weit nach hinten, genauso wie am Obersegel, genauso wie beim Mantra. Naja, ist halt der Leistung geschuldet. Der Delta 2 soll an sich von der Leistung her ident sein. Gut, Leistung ist ein sehr breit gefächerter Begriff, würde ich sagen, aber an sich vergleichbar und gleich sein wie der Mantra M4. Naja, kann ich dazu leider noch nichts sagen dann, weil, wie gesagt, ich fliege nur vom Mittelhang da mal runter, eben geschuldet, weil der Schirm so klein ist, mein normalen Gurtzer kann ich nicht damit fliegen. Ja, aber schauen wir mal, ich bin schon gespannt. Mal schauen, wie er tut, aufziehen. Es ist halt nur thermisch böig ein bisschen, es kommt kein gleichmäßiger Wind drauf. Ah, steigt sehr schön. Der Wind kommt ziemlich von der Seite. Ah, steht sehr schön. Will aber auch sehr anfahren. Ah, nicht über die Bremse zum Korrigieren, wenn er mal schräg liegt.
Hallo liebe Leute, wie versprochen machen wir jetzt ein bisschen die Vorstellung vom Ozo-Gurtzeug, das extrem leicht Wendegurtzeug von Ozon. Der Michi ist wieder so lieb und nett und macht mir wieder Modell, also Model, Fliegermodel. Und wird sich ins Gurtzeug dann reinhängen und dann kann ich das Gurtzeug ein bisschen erklären, ein bisschen zeigen, wie das ganze Zeug halt so ist. Und da kommt der Michi schon und wird uns das Ozo-Gurtzeug zeigen. Den XX-Lite schnell mal ausgepackt. Dazu passt ja das Ozo-Gurtzeug ja ausgesprochen gut. Das Gurtzeug schnell gewendet, das überhaupt kein Problem ist. Das geht sehr leicht, wie man ja sehen kann. Und schon in das Gurtzeug reingeschlüpft. Geht ganz einfach, wie man auch hier sieht. Aber das Gurtzeug hat keine Schnallen. Das ist dem Gewicht natürlich geschuldet, dass es eben so extrem leicht ist. Aber wie man sehen kann, geht es halt eben leicht. Das Einzige, was dann an Schnallen gibt, seht ihr dann später. Man sieht, dass beim Ozo keine herkömmlichen Karabiner dabei sind, sondern genau angepasste Schraubschäkel, die aber ausreichend fest sind, da das Gurtzeug auf Last getestet ist. Das Ozo ist ein klassisches Leichtwendegurtzeug ohne Sitzbrett, wie man sehen kann, aber die Beinschlaufen sind sehr, sehr bequem. Was auch sehr schön an dem Gurtzeug ist, dass hier auch Umlenkrollen für ein Beschleunigungssystem angebracht sind, was nicht selbstverständlich ist bei dieser Art von Gurtzeugen. Hier zu den eingangs erwähnten Schnallen. Mit diesen hier kann man quasi die Sitzbrettneigung ändern, so eben, dass man tiefer oder weniger tief im Gurtzeug nach hinten rein sitzt. Nachdem man das Gurtzeug wieder umgedreht hat, sieht man, dass der Stauraum dann als Rucksack gar nicht einmal so klein ist. Den XX-Lite bekommt man natürlich extrem leicht hinein. Da ist noch viel Platz, auch für einen normalen Helm, eine kleine Jacke, eine Trinkflasche ist kein Problem. Auch der Ultralight dürfte da kein Problem haben, da reinzupassen, ist nur ein bisschen größer. Aber normale, also etwas größere Bergsteigerschirme, da könnte es unter Umständen etwas enger werden. Hallo Leute, diesmal nicht aus dem Garten, sondern aus dem Filmstudio, wenn man so sagen will. Ihr seht schon im Hintergrund ja gerade den Computer arbeiten. Da rendert gerade ein Teil des Videoblogs, was ihr gerade gesehen habt und noch seht. Und einmal ganz kurz noch über beide Dinge, die ich euch vorgestellt habe. Das Ozo-Gurtzeug und den Ozon Delta 2. Nun, zum Ozo-Gurtzeug. Das Gurtzeug hat mich recht überrascht, und zwar in der Art, dass es für ein extrem leichtes Gurtzeug, also ein Wendegurtzeug, auch recht bequem ist. Zumindest für mich bequem. Gurtzeug ist immer sehr, sehr individuell, muss man einfach probieren. Also mir hat es gut gepasst. Was mir beim Ozo-Gurtzeug auch gut gefallen hat, das war für mich das erste
Schlaufenwendegurte, mit denen ich beim Starten und beim Landen es sehr angenehm hatte. Beim Starten war es bis dato immer so bei mir, dass es bei mir getesteten Leichtwendegurtsäge oft so der Fall war, dass es mir beim Starten die Beine hochgezogen hat, dass man wirklich aufpassen musste, dass man korrekt und schön startet, nicht dass man die Haxen hochzieht und dann, wenn es halt nicht passt, einmal eine Bobschlandung wird oder Bobstart wird. Beim Landen natürlich dann umgekehrt, war das Aufrichten, dass man also aufrecht landen kann, auch immer ein bisschen schwieriger, dass man sich halt richtig bewusst nach vorrutschen und fast anhalten hat müssen, dass man aufrecht ist. Das war beim Ozu nicht der Fall. Also da konnte ich fast nahezu ident wie mit einem Sitzbrettgurtzeug reinsitzen und mich bequem machen und beim Landen super aufrichten. Also hat man nicht wieder die Haxen hochgezogen. Also das hat da ganz toll gepasst. Wie gesagt, müsste man halt selber probieren, jeder für sich, ob es für den anderen auch so gut passt. Also bei mir hat es gut gepasst. Dann noch zum Packvolumen als Rucksack verwendet. Idealerweise natürlich für den Ozon XX Lite und natürlich für die Ultralight-Schirme von Ozon, also der Ultralight 16 und 19 und alle, was da gibt, die drei Größen, die passen da sicher perfekt rein. Auch die Kombination mit dem Gurtsack sicher sehr gut, dass man auf ein extrem leichtes Packmaß, also Packgewicht und Packmaß kommt. Das ist sicher unschlagbar dann, diese Kombination Ozon und diese Leichtschirme von Ozon. Einen Geo. Auch die kleinste Größe, ob man den noch reinbekommt, also ohne viel quetschen zu müssen und Reißverschluss spannen, müsste man sich einmal anschauen, kann man schwer sagen, müsste man wirklich mal probieren. Aber vorrangig einmal sicher für XX Lite und Ultralight perfekte Kombination. Gut, dann zum zweiten, zum Delta 2. Der Schirm hat mich wieder mal sehr, sehr überrascht. Wie ihr vielleicht schon wisst, ich konnte mal die Größe ML schon einmal kurz Probe fliegen, einmal einen Abgleiter machen. Ist schon ein bisschen länger her, hat mir da auch schon sehr gut gefallen. Kein Vergleich, ein komplett anderer Schirm wie der erste Delta. Gefällt mir, der Zweier gefällt mir viel, viel besser. Ist viel schöner zum Fliegen. Am besten selber fliegen und ich kann da nur wirklich sagen, was für mich halt relevant war, was mir gut gefallen hat. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist bezüglich jetzt da auf die S-Größe, die ich da geflogen bin, ganz hoch belastet, auch ganz oben, dass er überhaupt nicht gegraben hat, super toll gleitet, auch das Steigen super mitgenommen hat. Ich bin da vom Mittelhang fast genau 2 Minuten geflogen, also ganz erstaunlich. Gut, es war ein bisschen thermisch auch, aber es war ein Zeichen, dass der Schirm das super mitnimmt und gut tragt. Wenn ich ein Vario mitgehabt hätte, man schwer zu vermuten, aber ich nehme mal an, ich hätte sicher wegdrehen können. Also das hätte sicher super funktioniert, hat mich wirklich gewaltig verblüfft. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich mal den ML wieder mal herbekomme hier auf die hohe Wand, dass ich dann mal hier Probe fliegen kann. Dann kann ich ein bisschen was näher dazu sagen, wie er tut. Wenn es sich ergibt, möchte ich da ja auch noch wieder einen Blog drüber machen und einen Schirm und ein bisschen was darüber erzählen. Gut, das war schon mal mit den Vorstellungen. Dann noch ganz kurz wieder mal in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für die vielen Zusprüche vom ersten Videoblog. Scheint ja gut angekommen zu sein. Ich habe es auch gesehen bei den Downloads und was die Leute sich angeschaut haben. Danke, hat mich sehr, sehr gefreut. Dann natürlich nicht zu vergessen, wieder mal vielen Dank an den Michi, der mir da wieder Model gestellt hat, eben fürs Ozu-Kurzwerk, geht allein halt sehr schwer. Hat mir auch ein bisschen gesehen, dass die Einstellungen ein bisschen weniger sind bei der Vorstellung von Delta 2. Aber fürs Kurzwerk ist nicht ganz schwer, das kann man kaum alleine machen. Also nochmal danke für Michi, dass er da zur Verfügung gestanden hat. Ich hoffe, er hat ihm auch ein bisschen Spaß gemacht. Danke natürlich auch wieder an Ozon, dass ich den Schirm bekommen habe. War zwar ein bisschen kurz, ich hoffe, dass ich wieder mal einen bekomme zum Probefliegen. Dankeschön an Ozon.de, an den Conny. Ja, das war's halt schon wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Werde versuchen, vielleicht in einem Monat wieder was Neues reinzustellen. Da steht mir schon wieder was im Sinn. Schauen wir mal, was halt wird. Und wenn es euch gefallen hat, unten wieder mal posten. Vielleicht ein Like wieder oder mir einfach sagen, ob es euch gefallen hat, wie auch immer. Schönen Tag, Abend oder wo auch immer. Und
Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüss. Die armen Kinder vom Ort. Lauter Vandalen. Alles zwecks entfremdet. So geht's auch. Ah ja. Das neue Leitgutzeug. Mit bei Meiersdorf.